Hallo, ich bin Marc Benecke, ich bin Kriminalbiologe und es ist gerade glühend heiß, deswegen sehe ich so komisch aus. Ich habe mich hier eingebunkert, ich mag nämlich keine Sonne. Und als Kriminalbiologe habe ich viel mit dem Tod zu tun. Das hier ist so ein Klassiker, der Archäologe und der Tod. Ich arbeite auch mit Insekten auf Leichen. Und auf der letzten Ausgabe des Grufti-Magazins Orcus, da könnt ihr mich sogar auch drauf sehen mit meiner Frau hier. Also ich kenne mich durchaus mit Tod und Finsternis und Dunkelheit und traurigen Ereignissen und Menschen, die sterben aus. Auch beruflich. Aber es gibt eine Sache, die geht mir auf den Keks. Und zwar ist das auch aus der Erfahrung mit den Angehörigen, dass Menschen nicht über Depressionen richtig reden. Depressionen sind eine ganz normale Krankheit, so wie Krebs, Beinbruch beim, was weiß ich was, Surfen, Skifahren oder sonst irgendwas. Und da guckt man ja auch nicht weg. Also wenn ich ein Bein gebrochen habe oder ein Geschwür habe oder so, dann tue ich doch auch was dagegen. Oder selbst wenn ich Zahnstein habe, um mal was völlig Harmloses zu sagen, lasse ich mir den doch auch wegmachen. Verschweigen nützt gar nichts. Am 10. September 2016 ist am Brandenburger Tor in Berlin wieder eine sehr gute Aktion. Da legen sich nämlich so viele Leute auf den Boden, so ein Flashmob, wie sich pro Jahr nur an unter 25-Jährigen, nur in Deutschland, selbst töten. Nämlich 600. Das sind über 600 Menschen, die sich in Deutschland im Alter von bis zu 25 Jahren in Deutschland jährlich töten. Das ist ziemlich viel. 600 Leute, ich weiß nicht, wenn ihr in der Schule seid oder wenn Sie auf der Arbeit sind, stellen Sie sich mal 600 Leute vor. Das ist ja schon sehr viel. Es ist die häufigste Todesursache, mehr als Leute sterben durch Crystal Meth oder durch Heroin oder durch Verkehrsunfälle oder was oder durch sexuelle Erkrankungen oder Immunschwächeerkrankungen. Depression ist das Problem. Also versucht mal, euch darüber aufzuklären, hinzugehen, Leute anzusprechen. Depressive können unglaublich anstrengend sein, aber genauso anstrengend, wie die für die anderen sind, sind die auch für die sich selber. Und es hat überhaupt keinen Sinn zu sagen, ja, okay, lass sie mal in Ruhe oder so. Das bringt gar nichts. Man kann als Angehöriger kann man keine Therapie durchführen. Ne? Ein Angehöriger ist kein Therapeut oder keine Therapeutin. Aber man kann zumindest mal ein ganz, ganz ernstes Wort reden, wie bei Alkoholikern zum Beispiel auch, und kann man sagen, hör mal doch, du bist Alkoholiker. Weil, sorry, ich kenne sonst keinen, der 3 Flaschen Bier pro Tag trinkt. Okay, deine Kumpels vielleicht, vielleicht sind die auch Alkoholiker. Und wenn der Depressive oder die Depressive sagt, ja, ich komme halt nicht aus dem Bett, mach nicht so ein Theater, ne, 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 ich mach das morgen und morgen mach ich es übermorgen und dann wahrscheinlich nie, dann kann man auch mal ein ernstes Wörtchen reden. Dafür sind Freunde und Angehörige da. Also, erstens, kümmert euch um eure depressiven Angehörigen und habt auch mal ein bisschen Mut, auch wenn das anstrengend ist und sich Leute schämen und dies und das. Und zweitens, kommt am 10. September 2016 zum Flashmob-artigen Hinlegen, zugucken, diskutieren, reden, nachdenken ans Brandenburger Tor, 12 Uhr mittags. Bis dann, 10. September 2016, 12 Uhr mittags, Brandenburger Tor. Tschö, Marc Benecke.